Feuertaufe für Faruk Ferrei. In Abwesenheit des erkrankten Tore Alexandersen übernimmt er das Ruder beim Allianz MTV Stuttgart, zu Gast in Dresden. Und er hatte keine Zeit, sich an seinen neuen Job zu gewöhnen. Es ging direkt heiß her. Rein in einen spektakulären Ballwechsel, in dem Stuttgart nicht so ganz angekommen ist. Stuttgart überhaupt mit Anlaufschwierigkeiten in diesem Spitzenspiel, in diesem Klassiker. Hier die Abwehr, die kann man besser ans Netz bringen. Entsprechend auch der Ärger in der Folge bei Ferrei. Der erste Durchgang klar in Dresdner Hand. Die Gastgeberinnen bissiger, gut in Block- und Feldabwehr und aufmerksam in ihren Aktionen. Wenig Fehler und dann konsequent im Angriff. 14:8, die Führung deutlich. Meyers etatmäßige Außenangreiferin, heute auf Diagonal aufgeboten, machte ihre Sache gut. Stuttgart kämpfte sich dann noch einmal heran, es reichte aber nicht für das Comeback. 25:22 und damit 1:0 für die Außenseiterinnen aus Dresden. Stuttgart, ja, mit 14 Siegen in Serie angereist nach Dresden. Die Fans bislang zufrieden des Heimteams, aber der Wind drehte sich in Durchgang Nummer 2. Viele Fehler der Gastgeberinnen, frühe Führung Stuttgart 7:3. Und die Stuttgarterinnen punkteten jetzt auch spektakulär. Marie Schölzel, der Einbeiner über Kopf mit spektakulärem Winkel, schön diagonal in den 3-Meter-Raum gekachelt. Stuttgart selbstbewusst, hat Rang 1 der Normalrunde schon in der Tasche, hat Stars wie Crystal Rivers gar nicht erst mitgenommen nach Dresden, eine blühte aber auf. Simone Lee später auch zur MVP gewählt, zum 25:17 immer wieder unwiderstehlich im Angriff. Durchgang 3 begann ausgeglichen auf der Punktetafel, aber Dresden immer wieder mit Notbällen wie diesem hier. Stuttgart mit der Chance neu aufzubauen, aber sie machten dann eben auch selber Fehler. Simone Lee eben unwiderstehlich, jetzt ungenau haut das Ding hinten ins Aus. Aber die Stuttgarterinnen fingen sich, setzten Dresden immer wieder mit ihrem Aufschlag unter Druck. Wieder so ein Notball und wieder so ein Fehler von Simone Lee und der tut gleich doppelt weh. Ausgleich Dresden zum 12:12 und Marie Schölzel in der Mitte ins Gesicht das Ding. Aber auch davon konnten sich die Stuttgarterinnen erholen. Sprung zum Ende des Satzes. Nächster Notball, Dresden. Nächste Angriffschance, Lee. Und weil aller guten Dinge drei sind, nein, auch der Punkt geht nach Dresden, weil Linda Bock, die Libera, aufpasst. Klasse Abwehrtat. Und die Wiederholung zeigt, dieser Ball wäre tatsächlich noch ins Feld der Stuttgarterinnen gefallen. Richtig, dass sie da hingehen in Person von Britt Bongartz. Allerdings keine Chance, den Ball im Feld zu halten. Dieser Aha-Moment brachte den Dresdnern allerdings nicht mehr. Man verlor Satz 3 und auch Durchgang 4 ging dann an Stuttgart und damit auch das Match. 25:19 und damit 3:1 gewinnt der Allianz MTV Stuttgart gegen den Dresdner SC. Freut sich jetzt schon auf die Playoffs als Tabellenführer und Topfavorit auf die Meisterschaft.